Alles klar, Ninja Doodles. Jetzt den kleinen Spielerwechsel. Dame ist jetzt mal dran. Gucken, ob ich mit der Steuerung klarkomme. Springen. Ja, easy, die Aber wir müssen Steuerung in ist die ja nicht Richtung gehen, so. oder? Ja, in Erstmal den noch hier Security-Raum abchecken. kamen wir nicht rein, du musst jetzt hier die Türen abchecken. Okay. Ah, wir hatten die Kamera uns. Na, du darfst, glaube ich, nicht die ganze Zeit die Kamera nehmen, sonst gehen ja immer die Ja, Batterien hier hin. waren wir jetzt gerade, oder? Doch, bei dem waren wir. Da steht ja oben 2 von 10, das heißt, wir haben 2 Batterien nur von 10 möglichen, oder was? Oder vielleicht haben wir 2 von 10 verbraucht, Kapazität. Ich weiß es nicht. Ich weiß es Hey, nicht. hast du da jetzt richtig reingeguckt, dass da nirgends Nein. ein Dokument liegt oder so? Ja, du warst doch gerade eben vorhin im Raum drin, oder nicht? War ich hier schon drin? Ja, da hast du das Dokument hier gekrallt. Ah ja, okay, genau, stimmt. Und er hatte hier nicht irgendwie diese Karte für uns. Was ist denn mit seinem Kopf passiert? Das ist ein bisschen schlecht hingefallen. R1 rein. Was ist Kamera? R1, gell? Genau. Und Nachtsicht. Drücken zu schließen. Ja, du musst gedrückt halten und dann dich nach hinten bewegen, dann macht er die langsam auf. Und das ist okay. Was ist Das ist wichtig, das? weil so, glaube ich, lockst du den Fettsack gleich an. Das Ja, Schweinchen? so. Ne, wir sind ja das Schweinchen. Ja. Wobei der eigentlich Pig sagt, also eigentlich nur Schwein. Hey, geh doch da in die Tür rein. Die hier? Ja. Zu. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Von wo kam er jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht liegt die Keycard auf irgendwo vorne und wir haben die Ich auf dem übersehen. Klo, Mann. Ne, hier waren wir gerade. Das ist aber auch nicht ganz aufgeräumt auf. Garantiert ist die nicht hier auf diesem Stockwerk. Ist da ein Tipp? Ne, Kamera Zoom weg, mal ich sehe ran. eins. Ja, da ist einer. Zoom mal ran. Nimm die Kamera und dann zieh hier Welche? vor auf den Ding hier. Ne. Nicht draufdrücken, nur ziehen. Ja, Da ist aber einer. Aber ich glaube, der ist der auch schon chillt ein fast bisschen ganz perdu. komisch ab. Boah, auf jeden Fall Ne, will ich hier waren nicht. wir jetzt überall. Ne, wir müssen jetzt einfach runtergehen. Würde ich wohl Aber doch sagen. nicht darunter in den Keller. Das ist doch nicht in der Keller, wir sind doch gerade im ersten Stock. Ja, und was ist unter dem ersten Stock? Ist ja wohl der Keller, oder? Nein, das Erdgeschoss. Ach so. Sag dir mal Hallo, oder? Ne, lass Ja, ihn der ist lieber im mal. Rollstuhl, das hat man gerade vorhin gar nicht gesehen. Der zuckt. Oder vielleicht haben wir aber die Keycard ja auch schon übersehen. Oder geh halt mal Meinst du? Ja, runter, ich wenn gehe du. geh jetzt mal nach unten gucken, ob wir da nicht vielleicht die auf die Aber Keycard wer will stoßen. denn in der Psychiatrie Oh, das ist doch eine. kein, das ist doch ein Keller, das ist recht. Wer will in der Psychiatrie der Blutspuren im Keller folgen? Niemand, aber diese Spiele Warte, was funktionieren ist da doch rechts? so. Ja, hier ist gar nicht offen. Was ist Ja, denn rechts? froh. Oder hier links neben der Treppe ist doch auch immer gern was versteckt. Ah, hier Komme kann ich da ich nicht nicht. rein? Weil, also wenn ich das Wasser abstellen muss, um da reinzukommen, ist ja Blödsinn. Wie musst du Nee. vorne dran gestichen einfach nur dran laufen, oder? Ich Ja, sehe die das macht Treppe. er dann automatisch. Du kannst da nicht lang. Okay. Für wieder hoch. Da ist eine Kamera. Ich glaube, wir müssen die Keycard übersehen haben. Der Tipp ist noch da, Guck mal, das wie ist okay. unlogisch das ist, dass da die Kleine. Hey, guck mal hier rechts. Was? Achso. Da waren wir doch schon. Die Keycard ist auf dem Klo. Die Hand, vielleicht halt, hebt sie ja die Hand fest. Keine Ahnung. Gar kein Button funktioniert. Ich glaube, derjenige, der da auf der Toilette war, sollte mal zum Arzt gehen, weil Hand im Stuhl ist bestimmt nicht gesund. Oh. Oh, mir war nichts damit. Ich muss mich ein bisschen Radau machen, dass wir auch mal ein bisschen, weißt du? Was? Damit ein Bei bisschen Action hier passiert. Vielleicht knallt jemand wieder die Tür zu. Du kannst übrigens mit L1 schneller laufen, ne? Ne, ich weiß. Oh, vielleicht kannst du ja hier hochklettern. Kann man da irgendwo rein in den Schacht wieder? Ja, aber dann Ne, muss sieht da so nicht eine so Öffnung aus. sein. Ja, aber das ist doch eine
Guck mal. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht doch was aus, aber ich kann da nicht hoch. Das Schiff ist ja, dann soll sie da. Gucken wir mal hier zu uns. Das muss doch hier irgendwie. Das die scheiß Keycard muss doch hier irgendwo rumliegen, ganz einfach. Ich mach jetzt die ja, Kamera an und jetzt suchen wir mal das ganze Ding durch. Guck, hier ist noch eine Tür. Ah. Guten Morgen. Ah, nee. Doch? Das ist aber doch, jetzt bist du auch wieder auf dem Gang. Das bringt doch gar nichts. Stimmt, tatsächlich. Und vor allem, guck mal, wir haben nur zwei Batterien und die ist schon wieder fast leer. Eigentlich hast du mal in die Aktenschränke reingeschaut? Nee, das geht bestimmt nicht. Geht nicht. Dieser Typ muss sie doch eigentlich haben. Hier liegt ja nichts mehr. Ich kann auch nichts drücken. Dann geh mal zurück in die Haupteingangshalle. Normalerweise. Meinst du im Terminal? Ja, da wo die Polizisten oder die Security-Leute rumliegen, da hat doch bestimmt einer eine Karte. Ach, hier ist doch ein Ausgang. Ja, aber da gingst du nicht rein. Das hast du auch schon ausprobiert. Das ist tatsächlich so. Guck mal, wie er läuft mit den Händen. Das ist nicht uncool. Was ist mit dem Aufzug da hinten? Ja, ah. Ja, der Aufzug könnte auch eine Option sein. Und was ist hier drin? Ah, ja. Guten Morgen, da habe ich natürlich auch nicht geguckt vorhin. Ja, aber das ist auch, das steht auf dem Schreibtisch davor. Guck mal, hier ist auch eine Tür. Hier warst du auf jeden Fall nicht drin. Hier, oder? War ich nicht drin, ne? Hier wird auch mit Garantie die Karte irgendwo sein. Wie wechsle ich Batterien? Mit 3. Aber lass mal noch, die geht noch eine Weile. Ich achte drauf, ich sag dir dann, wenn die Batterie gewechselt werden muss. Okay. Tuck du auch. Warte, was leuchtet da? War das vielleicht eine Batterie? Wo? Hinter dir? Weiter links? Anderes links? Ja, das ja, ist hinter dir. Noch. Hier meinst du? Nein, hinter da dir. Guck mal, wir können auch einfach warten. Aber die PCs die leuchten, ich liegt nichts drin. Wir können auch einfach warten, bis die Kamera leer geht und dann wechseln. Hier liegt was drin. Oh, ein Dokument. Wieder lesen, müssen lesen. Du darfst lesen. Ich darf lesen. Ja. Ich muss die Batterie aufladen, stand da gerade. Wie lese ich denn? Du musst die wieder. Genau. Jetzt. Warte, mach mal auch kurz Notizen. Ja, das, okay. Das war das vorhin, das Gekritzel. Okay, ja. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar, tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirb. Muss ich jetzt klicken oder wischen? Nee, einfach nur mit dem Rechtsbutton quasi. Der Button, den. Der? Nee, der? Nein, rechts! Der? Vom Steuerkreuz nach rechts. Ja, dann sag doch R3. Na, mit dem Steuerkreuz. Ah. Dann. Hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Den erinnert sich nicht mehr. Okay. The Witness. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, haben mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kinderkrabscher seinen Apostel. Darum habe ich nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester mich und das für mich und zu seinem Wohltut, meinem Wohltut. Leute, das Vorlesen üben wir noch ein bisschen, keine Ahnung. Nein, das müssen wir erstmal die fette Klasse nachmachen. Jetzt was? Nennen wir den Dicken bitte nur noch Käsereibe. Käsereibe, okay. Projekt Wallrider, Krankenbericht von Chris Walker. Oh, wieder ein Dokument. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierten sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation.
I- oder Einscans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Das ist die Käsereibe. Ja, das dann, ist oder? Die Käsereibe. Ja. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Gesicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Na, da geht ab. Ganz nur Berserker. Mhm. Sollen wir eigentlich immer die Türen zuschließen, dass uns keine... Nee, lass die offen, dass man schnell wegrennen kann. Dass man schnell wegrennen kann, aber vielleicht läuft da einer vorbei und sieht uns auch deswegen. Oh, guck mal. Ah, jetzt kommt ein Seitenleben-Ding. Ja, das haben wir ja schon rausgefunden. Ja, ich noch nicht. Ah, da ist der Typ, Mann. Auf den gehe ich jetzt einfach zu, oder? Und dann steht er bestimmt auf und greift uns an. Film ihn mal erstmal, vielleicht kommt dann eine Notiz. Na, wie knochig ist der? Boah, da fehlt aber einiges in dem Kopf. Kann ich den anklicken? Ja, das sind doch im Endeffekt irgendwie Zombies, das sind ja keine normalen Iren. Ja, aber warum? Der hat weder Augen noch Mund, der kann mir doch eh nicht folgen, der Spacko. Oh nein. Oh, ach du Kacke. Kannst du nicht mit der Kamera dich beugen? Doch. Ja, sollen wir jetzt da an den vorbeischleichen oder was? Hey, ich hab keine Ahnung. Hier gibt's garantiert nicht die Karte, oder? Aber doch aufnehmen. Geh mal schnell auf die andere Seite und guck, was die anschaut. Die gucken doch gar nichts. Ah, Entschuldigung. Ja, Mann. Kommst du da durch? Ja, wir müssen da reingehen, das geht doch kein anderer Weg. Aber warte, lauf dann schnell rechts an den hinten rum quasi. Das geht die nicht. Die sehen wir doch nicht mal. Also wie krank seid ihr eigentlich? Guck mal, der da hinten, der macht hier Embryo-Stellung. Ah, der sieht auch ganz schön mitgenommen aus. Ja, der ist fertig mit Nerven. Ja, checken, sind die irgendwie auf Drogen? Checken die nichts, dass ich hier da bin und die filme? Also eigentlich würde ich so, als Ninja-Dudel würde ich jetzt präventiv schon mal ein paar Kicks, ein paar miese austeilen, aber es geht ja mit dem Charakter leider nicht. Was ist das? Achso, eine Leiche. Ich verstehe nicht, warum die anderen ganzen... Oh, wir haben die Karte. Hast du die Karte aufgenommen? Ja, Mann. Okay, dann machen wir auch hier wieder einen Cut, Leute. Machen wir mal gleich. Also soll ich noch einen Notizblock mal gucken, was da abgeht? Kurz. Nee, das reicht doch nicht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Alles klar, Leute. Video ist zu Ende. Dritter Teil. Liken, abonnieren am besten. Dass wir auch gleich durchstarten. Wir sehen uns dann im vierten Teil. Ciao, ciao.